Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir probieren das nochmal. Diesmal mit Flinklauer. Ja. Es ist so mies, das Viech einfach. Ja, ich fand die Idee echt gut von euch. Flinklauer auf Gengar drauf. Die Initiative ist so ekelhaft. Einfach dranbleiben, ja, hast recht, Benny. Ist ja, wenn wir die Flinklauer auf Gengar drauf machen und versuchen einfach permanent, wirklich permanent, dann sagst schon. Nein. Och Mann. Wenn wir die Flinklauer auf Gengar drauf machen und versuchen dann einfach permanent auf den Flinklauen zu hoffen. Dass die Flinkenklaue macht, dass wir Abgangsbund einsetzen und Knackhaken einfach nicht mal den Hauch einer Chance hat. Dann kriegt man das hin. Sneebel hat Flinkenklaue wild. Ich habe auch selber eine Flinkenklaue da. Die muss ich einfach nur dem Gengar zum Tragen geben. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach nur dem Gengar die Flinkenklaue in die Hand drücken und los geht. Ab geht die Luzi. So. Na, das wird. Ich krieg die heute noch klein, du. Dann sind wir schon mal 5 Stunden und 30 Minuten. So viel zu, das ist der letzte Durchgang. Aber ich will's schaffen. Ich will's einfach schaffen. Item aus dem Beutel holen. Ich habe eine Flinkklaue. Wo ist sie denn? Ja, Flinkklaue. Geben. Ja, auf jeden Fall. So. Schlüsselglocke. Bugtafel, Münzamulett. Ansonsten haben wir nichts da, was uns irgendwie auch nur ansatzweise helfen könnte. Schutzband. Nee. Nee, auf keinen Fall. Zauberwasser. Zinkprotein. Adamant. Taubschutz. Scharfklaue. Nee. Erhöht die Volltrefferquote des Trägers. Ist alles nichts, was wir gebrauchen können. So, dafür. AP Plus auf Abgangsbund. Die AP waren halt nicht das Problem, weißt du? Mehr AP sind nie schlecht. Das stimmt, aber die AP waren ja so gar nicht das Problem. Ich meine, wir haben 5 AP und wir brauchen 5-mal Abgangsbund. Die hat 6 Pokémon, eins davon ist eine Blume und die Blume kriegt man sofort. Eine Attacke auf die Blume und die Blume ist weg. Größten Probleme bei der im Team sind wirklich Lucario und Knackhack. Könnte aber zum Problem werden. Das stimmt natürlich. Es könnte ein Problem werden. Zum Glück haben wir aber Elixier bzw. Äther. So, Abgangsbund. Ball, wunderbar. Demzufolge wäre schon mal das erste Pokémon von Sotia Geschichte. Ich liebe Abgangspunkte. Egal wie stark der Gegner ist, egal wie heftig. Du kannst selbst mit einem Level 1 Pokémon, mit einem kompletten Team aus Level 1 Pokémon, kannst du gegen die stärksten Trainer gewinnen. Einfach nur, wenn jeder Abgangspunkt hat und du mehr Pokémon hast als der Gegner, kann der Gegner schwammen. Du hast gewonnen. Du hast einfach sowas von gewonnen. So, dann als nächstes wollen wir Birnhilde in den Kampf schicken, weil als nächstes kommt die Blume. Und gegen die Blume machen wir einfach mal eine Feuerattacke und dann ist die Geschichte. Kein Flammenwurf. Jetzt wirklich keine Gnade mehr. Keine Gnade. Flammenblitz. Flammenblitz und weg ist die Blume. Flammenblitz kommt dann nachher auch auf Lucario drauf. Ohne Gnade. Einfach gnadenlos. Wenn du und Cynthia beide gleichzeitig sterben wegen Abgangsbund, was passiert dann? Dann habe ich verloren. Das ist echt mies. Weil wenn ich nicht verloren hätte, sondern gewonnen, dann hätte ich kein Pokémon mehr am Leben. Das heißt, das ganze Spiel würde in sich zusammenbrechen, wenn ein wilder Kampf stattfindet. Deswegen ist die Regel, wenn beide gleichzeitig sterben, Donilde wurde das Kampf.
Ah ja, genau, Pokémon wechseln. Ich will das Pokémon wechseln. Deswegen ist die Regel, dass wenn so eine Situation auftritt, ist leider dann so, dass der Gegner gewonnen hat. Vielleicht hat der Gegner auch verloren, dann haben wir beide verloren. Aber ich bin trotzdem nicht Champion. So. Beute. Belieber. Auf Nightling. Attacke hat verfehlt, natürlich hat er. Abschlag. Abschlag, bam. Leider kann man die Attacke nicht permanent einsetzen, weil das bringt nichts. Die macht deutlich weniger Schaden, wenn der Gegner kein Item mehr hat. Initiative sinkt. Nachtieb. Abgesang bringt halt auch nichts, wenn der Gegner noch Pokémon übrig hat. Felsgrad. Jetzt setzt sie Top-Genesung ein, oder? Muss sie ja. Jawohl. Top-Genesung. Muss sie. Ansonsten wäre Gastrodon jetzt weg gewesen. Wenn wir Glück haben, können wir noch ein paar andere Pokémon ausschalten. Und können so quasi dafür sorgen, dass unser Gengar noch bessere Karten hat. Na, okay, jetzt kommt Lucario. Jetzt kommt unser Boy. Nachtieb. Autsch. Nicht sehr effektiv. Und Abschlag. Ist auch nicht sehr effektiv. Ich glaube, wir kommen gar nicht dazu, Abschlag überhaupt einzusetzen. Jawohl, Flo. Das ist sehr effektiv. Wenn das Gengar plus Flinklauer plus Abgangsbund plus wenig HP plus viele Beleber ist gleich gut. Das auf jeden Fall. Ich würde jetzt trotzdem versuchen, weil Lucario das einzige Pokémon ist, was zu schnell ist. Da können wir im Moment nur auf die Flinklauer. Okay, es ist nicht das einzige Pokémon, was zu schnell ist. Es ist Lucario und Knacker. Deswegen hoffe ich jetzt hier, dass der Flammenblitz durchgeht und der Flammenblitz Lucario besiegt. Hat auch geklappt. Schön. Sehr effektiv. Hat auch geklappt. Lucario ist vernichtet. Das heißt, die eine von den beiden Ultra-Bedrohungen, ich würde ihn jetzt einfach mal als Ultra-Bedrohung anerkennen, ist gebannt. Gastrodon, Pokémon wechseln, da holen wir jetzt unseren Nightling wieder in den Kampf rein. So. Und jetzt Abgangsbund. Und wenn Gastrodon uns dann besiegt, dann dürften nur noch zwei Pokémon übrig sein. Milotic, Abgangsbund, jawohl. Milotic, den können wir auch ohne Probleme besiegen. Wirklich ohne Probleme. Ah, dann das Knackerack und das Knackerack macht mir so Angst, macht mir so Sorgen. Jaypost Cynthia hätte nicht zwei Hyper, sondern Beleber. Die hat nicht Hyperheiler, die hat Top-Genesung. Ist noch schlimmer. Heilt alle Statuseffekte und heilt komplett. Ich glaube Beleber? Ich glaube bisher gab es noch keinen einzigen NPC, der Beleber eingesetzt hat. Beim Stefan läuft der Gastrot on. Siehst du mal. Gibt's nur hier, dass der Gastrot on lüft. Ruf da. Wen schicken wir denn am besten in den Kampf rein? Kirby. Ich glaube Kirby. Kirby kann man in den Kampf reinschicken. Der hält doch bestimmt mindestens eine Attacke von Milotic aus. Und dann haben wir unser Gengar wieder. Beutel, Beleber, einsetzen, Gengar. Spielst du immer noch? Ja, Kirby, ich spiele immer noch. Und ich bin immer noch gegen Cynthia. Verbrennungen, warte auf Befehle, Beleber einsetzen, Red Yoshi.
Red Yoshi ist so meine Bonuskarte. Einfach, wisst ihr? Einfach darauf hoffen, dass wir vielleicht mit einer Top-Genesung Red Yoshi so aufgezogen bekommen. Jetzt kommt Nightling. Dass es funktioniert. Dass wir Abgesang einsetzen können. Ich glaube, wir müssen 6 Uhr aufstehen. Ich hoffe, dass es jetzt der letzte Kampf. Also echt mal. Soll ich jetzt pennen gehen? Na, wenn du müde bist, dann geh pennen, Kirby. Keine Frage. Siedewasser, das sollte reichen. Bitte brenn, bitte brenn, bitte brenn, bitte brenn. Brenn doch, Gengar, brenn. Klappt das zweimal ineinander? Scheitert bei Wiederholung. Natürlich scheitert. Wen opfern wir da? Daily. Ich glaube Daily. Oder? Nee. Das kann man sogar machen, gell? Wenn ja. Flachen gehen kann man. Olli sagt, Kirby bleib, Wuschmuggel braucht dich noch im Kampf. Also es ist so ärgerlich, es ist so ärgerlich. Die hat das Gengar immer besiegt. Immer, sofort. Und jetzt? Nüchter. Ein Beleber auf Kirby draufhauen und dann würde ich sagen, falls wir noch eine Runde überstehen, was ich aber nicht glaube. Dann könnten wir noch eine Top-Genesung einsetzen. Doch, wir haben noch eine Runde überstanden. Schön. Schön. Beutel. Jetzt die Top-Genesung. Die würde ich eigentlich ganz gerne auch hier packen. Dass wir wenigstens die Chance haben, dass dann nachher auf Knackrack eventuell der Abgesang drauf geht. Das wäre richtig mega nice. Eventuell wäre eine Flinkenklaue auf Yoshi auch ganz gut. So, jetzt hier einwechseln, bitte! Inhalieren, Stefania, gell? Ganz tief inhalieren. Kampf, Abgangsbund. Bitte sterbe! Bitte! Siedewasser! Nice, nice. Damit hat sich Cynthia gerade selbst besiegt. Ja, ich spiele so lange Unite. Nebenbei, Stefan, was ist mit unserer Unite Pro geworden? Die ist inaktiv, keiner spielt mehr Unite. Ja, Unite, irgendwie habe ich das Gefühl, seit dem Halloween Update. Ziemlich tot. Was ich sehr, sehr schade finde, aber auch irgendwo, ehrlich gesagt, nachvollziehen kann. Weil, ich weiß nicht, die Seasons sind einfach zu lang. Es gibt so viele, so tausend und einen Grund, warum Pokémon Unite ganz schön an Reiz verloren hat. Ich spiele es im Moment auch nicht mehr. Die Seasons waren zu lang. Wenn man einmal Master geworden ist, hat man keinen Grund mehr weiterzuspielen. Es gab einfach so viele Sachen, die super ärgerlich waren. Schwertplatz! Oh, ja! Ja! Ah, oh, das ist schön. Yoshi abgesagt. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Yes. Wir haben es sowas von geschafft. Nice. Ich find's einfach nur toll. Es war meins. Genau. Hallo. Bis kennen dich, Erdbeben, ganze Knicken. Schön, Red Yoshi. Wart auf deine Anweisung. Ach, weißt du was? Knackrad. Ach nein, nein, nein. Gyarados ist ja schon lustig. Kampf. Abschlag. Hast du ein Item, was ich vielleicht wegnehmen kann?
Einfach nur um dich zu posten, so wie du mich gepostet. Oh, schön, schön, schön. Mit einem Lebenspunkt überlebt. Nice. Abschlag. Rauhaut. Nein. Mist. Na gut. Ab so hätte er sowieso keine Möglichkeit. Benny sagt DG. Ah. Ja. Ich würde sagen, Kirby, der die ganze Zeit an mich geglaubt hat, Hashtag Not, hat die Ehre, den letzten Tod gegen Cynthia zu sterben. Es ist noch nicht vorbei, ich habe zu viel Spaß dabei. Ja, diesen einen Tod bekommst du noch, aber danach bekomme ich mein Champion-Titel. Sehr effektiv, Kirby wurde besiegt. Abgesang und Abgangsbund ist na ja zum Gewinnen. Ich find's toll, ich find's lustig und ich habe gewonnen. Ich habe immer beliebt, aber nie gegönnt. Jetzt auch ohne Gönnen ist Birnhilde Level 70 geworden. Nach 5 Stunden. Ach. Mit Abgesang und Abgangsbund zu gewinnen. Fühlt sich nicht stark an. Aber es fühlt sich gut an. Vor ein paar Minuten warst du nur der stärkste Herausforderer. Und jetzt bist du bereits der stärkste unter allen Trainern. Du bist unser neuester Champ. Und du bist kacke. Gewinner. Verlierer. Oder besser so. Verlierer. Gewinner. Verlierer. Da. Schön. Das war ausgezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt und sie mit ruhiger Hand zum Sieg geführt. Und das habe ich ja. Vor allem von Gengar. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden bei dir eine ideale Kombination. Du hast erneut bewiesen, dass du an der Seite deiner Pokémon jedes Hindernis überwinden kannst. Das hat unser Kampf deutlich gezeigt. Aber sowas von. Weißt du, da kann kein Dreijähriger mithalten, der Schokolade geschenkt bekommt. Ich freue mich noch mehr. Komm, nimm den Aufzug. Aber sowas von. Ich nehme einen kräftigen Zug. Einen kräftigen Zug von Sieg. Ach, ist ja schön. Wieso sind hier so viele Knoggers? Müsst ihr euch mal vorstellen. Weißt du, da kommt einer an, hat den Champ besiegt, ist der Stärksten geworden und wird in die Ruhmeshalle geführt. Und die erste Frage, die kommt, warum stehen hier so viele Knoggerstatuen? Oh, sie sind auch hier, Professor Eibe? Natürlich, also ein Kind, dem ich einen Pokédex anvertraut habe, kommt so weit, da ist doch selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhmes werden will. Wo guckst du denn hin, Cynthia? Oh Mensch. Stefan, ich sollte dich nicht mehr ein Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kinder für ihre Forschung aufbringen, nicht wahr? Ja, Cynthia, jetzt halt doch mal die Bubble. Willst du, dass ich arm bin? Willst du, dass ich verhungern, du? Wenn ich einem Praktikanten auch nur einen Bruchteil dessen bezahlen würde, was er verdient, dann wäre ich schon lange pleite. Ich bin auf diese Kinder angewiesen, die gratis für mich arbeiten. Okay, das vergessen wir mal schnell. Stefan, hier entlang, bitte. Sandama, sagt Nolly. Nee, ich würde sagen, das ist ein Knogger. Oder? Ich finde, das ist ein Knogger. Wir können uns aber gleich mal gerne Knogger und Sandama angucken. Manchmal schön wäre Pokémon von Diamant Pearl auf Schwertschild schieben, hochpushen und wieder zurückschieben. Das wäre schön, Olli Jagd. Oh, und so richtig erhebende Musik jetzt auch. Nicht mit Absicht angeklickt, sondern einfach gekommen. Es war Schicksal, dass wir genau jetzt gewinnen. Man muss hasteln.
Ohne Hastel geht gar nicht. 5 Stunden und 50 Minuten für diesen Moment. Es ist lange her, seit ich diesen Raum... Was hast denn du mal als Professor Eiber? Es ist lange her, seit ich diesen Raum zum letzten Mal betreten habe. Zuletzt war ich hier, als ich zum Champ gekrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Stefan, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerungen an eure bisherigen Abenteuer. Du und deine Pokémon habt die harten Kämpfe der Pokémon-Liga gemeistert. Diese Maschine wird eure Errungenschaften für alle Zeit festhalten. Yay. Oh, Stefan, also morgen los auf Unite. Auf keinen Fall, Kirby. Wie ich vorhin gerade schon mal gesagt habe, Unite hat für mich komplett den Reiz verloren. Da fehlt der Knochen für Knogger, sagt Knolli. Okay, das ist natürlich ein Argument, stimmt. Stimmt. Der Kopf sah mir sehr, sehr schädelförmig aus. Sandamir. Sandamir hat aber mehr Zacken. Sowohl auf dem Kopf als auch auf dem Rücken. Und die Hände von Sandamir sehen ganz anders aus. Ich kann mir mal Sandan gerne anschauen. Ein Sandan könnte es sein. Sandamir würde ich sagen auf keinen Fall, aber ein Sandan könnte es sein. Mhm. So. Op, 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 op. Champ der Pokémon-Liga, Glückwunsch! 31 Stunden und 23 Minuten. Obwohl, aber auch mal Zeit. Mensch. Wurde echt Zeit. Ich hab noch einen Kaffee auf der Uhr. Du brauchst die Sonderbonbons? Stimmt. Sonderbonbons wären echt praktisch. Selbst Pokémon Quest ist besser als Unite, finde ich, sagt Benny. Das könnte bei mir echt ein schweres Rennen sein. Was habe ich länger gespielt? Pokémon Unite oder Pokémon Quest? Wie gesagt, ich habe Pokémon Unite nur gespielt, bis ich Master wurde und danach hat irgendwie der Spaß sehr, sehr, sehr stark nachgelassen. Und ja. Und die Mission, ganz ehrlich, die Mission, die haben aber auch in Unite dazu geführt, dass mir der Spaß und die Lust komplett drauf vergangen ist. Da konntest du dann Ewigkeiten kein normales Match mehr führen, weil ständig in den Missionen drin war. Ach ja, wir haben ein super schwaches Pokémon. Spiel doch mal bitte XY, das schwächste Pokémon gerade im Moment. Nur dann bekommst du irgendeinen wertlosen Kleidungsgegenstand. Und alle haben dieses Pokémon gespielt. Ich glaube, Lamus war das lange Zeit. Ja, Lamus musste man ewig spielen. Ich glaube, sogar 30 oder 40 Mal Lamus-Matches machen. Und jeder hat Lamus gespielt, obwohl es das schlechteste Pokémon war. Und die Matches, die waren einfach so random. Und dass du, wenn du alleine gespielt hast und dich nicht mit deinen Teammates absprechen konntest, in dieselben Teams mit reingekommen bist wie Premade, 5er Premade, wo einfach permanent nur Absprache mit drin war. Ach, das hat auch ganz schön gefrustet. Sandan ist doch eher rund, sagt Knolli. Dann bleibt aber nur Tragosso und Knogger übrig, weißt du? Mal gucken, ob ich Bilder finde. Ruhmeshalle. Ruhmeshalle Diamant. Das sind halt die alten Spiele, nicht die Remakes. Eine gute Frage. Ich finde jetzt auf die Schnelle keine Bilder. Aber Sandamir kannst du auf
jeden Fall nicht sein. Sandamir hat nämlich quasi sowohl oben auf der, sowohl vorne auf der Stirn, als auch oben, als auch auf dem ganzen Rücken so Zacken. Und das hätte man gesehen bei der Statue. Sandan stimmt natürlich, Sandan ist relativ rundlich. Aber wenn es Sandan nicht sein kann, dann kann es im Prinzip nur Knogger oder Tragosso sein, aber dann ohne den typischen Knochen. Ich kann mal gucken. Hat einer von beiden keinen Knochen? Tragosso. Ich glaube, beide haben immer den Knochen dabei. Ja, Tragosso hat immer den Knochen. Und das sieht auch oben das ein bisschen anders aus. Und Knogger halt auch. Es ist echt eine gute Frage. Was für ein Pokémon ist das? Das interessiert mich jetzt aber mal total. Was für ein Pokémon ist es? Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, es ist Sandan. Es ist Raupi, so, Punkt und Ende. Habe ich jetzt so festgelegt, sagt Benny. Ah ja, Benny, für dich kann es gerne Raupi sein, okay? No. Die drei Purzel. Ich muss sagen, ich fand das Game sehr, sehr, sehr schön. Die Pokémon-Liga ist für meinen Geschmack im ersten Durchlauf ein bisschen zu heftig gestartet. Ich meine, mit einem durchoptimierten Team, mit einem kompetitiven Team, wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen. Dann wäre man da. Vergesst nicht Sandama. Ach, Sandama mal zu zeigen? Ja, ja klar, gerne. Mhm. Daily, wuhu, schön, dass du da bist. Du bist live mit dazugekommen. Wenn ich dem Ollen hier jetzt seinen vollen Pokédex um die Ohren pfeffere. Grüß dich, Stefan. Bist du gekommen, um mir zu zeigen, wie du mit dem Pokédex vorankommst? Ja, bin ich. Du hast 151 Pokémon gesehen. Wunderbar, Stefan! Sämtliche Pokémon der Sinnoh-Region sind in deinem Pokédex verzeichnet. Das wird mir bei meinen Forschungen zur Entwicklung der Pokémon eine große Hilfe sein. Ah. Hallo, Professor Eibe. Lange nicht gesehen. Ich muss nun sagen, werter Kollege, der Weg von Kanto nach Sinnoh ist kein Mauzi-Sprung. Doch Sie werden mir sicher zustimmen, dass keine Reise zu weit ist, wenn man dadurch neue Pokémon treffen kann. Na, wenn das mal nicht mein alter Kollege, Professor Eich ist. Oh. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn Sie als weltberühmter Pokémon-Experte den weiten Weg gescheut hätten, Mensch. Immerhin pflegten wir doch früher stets zu scherzen. Wo immer sich ein Pokémon zeigt, ist auch unser Eich nicht weit. Schön zu sehen, dass sich das nicht geändert hat. Professor Eich, ich möchte Ihnen meinen Neuzugang im Labor vorstellen. Er hat es doch tatsächlich geschafft, jede Seite des Sinnoh-Pokédex für mich zu füllen. Es hört sich so ein bisschen an, oder es liest sich so ein bisschen so wie so kleiner Seitenhieb, so von wegen, ja, Eich, wie sieht es bei dir aus? Haben deine Jünglinge auch schon den Pokédex gefüllt? Meiner hatten. Oh, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Eich, wie du sicher mitbekommen hast. Professor Eiber hat mir schon so viel von dir erzählt. Er überschlägt sich fast vor Lob für dich und dein Können als Trainer. Wie ich sehe, wirst du dem nicht nur gerecht, nein, du übertriffst meine Erwartungen sogar. Außerdem hast du ein hervorragendes Gefühl für das richtige Timing. Eigentlich führt mich ein anderer Grund in diese Gegend, doch wo ich schon mal in der Nähe bin, wollte ich Professor Eibe auch gleich die Daten für den nationalen Pokédex vorbeibringen. Da du gerade hier bist, kann ich dein Exemplar ja auch gleich zum nationalen Pokédex aufrüsten. Schließlich gibt es noch viel, viel mehr Pokémon auf der Welt zu entdecken. Deine Pokédex wurde der nationale Pokédex hinzugefügt. Den nationalen Pokédex zu vervollständigen ist kein leichtes Unterfangen. Doch ich zweifle nicht daran, dass du dich mächtig ins Zeug legen wirst.
Seien Sie ganz unbesorgt. Stefan wird diese Aufgabe mit Sicherheit bestens erledigen. Nicht so wie Ihre Jünglinge, so der Herr Rot zum Beispiel oder der Herr Blau. Man munkelt ja, dass der Enkel nicht weit vom Baum gefallen ist. Aber anscheinend ist er doch auf den Kopf vom Baum gefallen. Aber verraten Sie mir doch bitte, welcher andere Grund Sie hergeführt hat, geschätzter Kollege. Naja, ich habe gehört, dass der Hammer Nasu Park seine Pforten geöffnet haben soll. Wenn ich mich nicht irre, liegt er am Ende von Route 221. Dieser Park verfügt über ein besonderes System, das die verschiedensten Pokémon-Arten aus den einzelnen Regionen anlockt. Ich wollte mir ein Bild davon machen, ob auch alles reibungslos vonstatten geht. Du solltest auch unbedingt im Hamanasu-Park vorbeischauen, Stefan. Oh, ist es schon so spät? Jetzt muss ich aber los. Sonst schaffe ich es nicht mehr pünktlich zu meinem Meeting. Es war mir eine Freude, euch getroffen zu haben. Bis bald. Da geht er dahin, wie immer in Eile. Och, Mensch. Zurück zu dir, Stefan. Zum Dank dafür, dass du den Sinnoh-Pokédex vervollständigt hast. Hat er geschenkt für dich. Du hältst das Pokeradar. Endlich. Shiny Hunten leicht gemacht. Eine Chance von 1%. Jedes hundertste Pokémon ein Shiny. Also, wow. Du hast das Pokeradar in der Basiseite. Das hier ist ein sogenanntes Pokémon-Radar, kurz Pokeradar. Dieses Gerät zeigt dir, wo sich im Hochgras Pokémon versteckt halten. Eigentlich hatte ich es entwickelt, um meinen Assistenten beim Sinnoh-Pokédex unter die Arme zu greifen zu können, aber das hat sich dank dir ja jetzt erübrigt. Doch ich bin mir sicher, dass es dir auch bei der Vervollständigung des nationalen Pokédex eine wertvolle Hilfe sein wird. Yeah! Ich habe ein Pokeradar bekommen. Nice. Pokeradar, National Pokédex. Alles da. Ach, schön. Alles geschafft. Hey, wo kommt das noch her? Wait. Mach das nie wieder. Mach das nie wieder, ja? Okay. Hallo, wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Als ich hörte, dass du die Top 4 besiegt hast und die Ruhm ist halt eingezogen bist, bin ich gleich her. Mein Glückwunsch. Die anderen Arena-Leiter freuen sich auch für dich. Doch wir Arena-Leiter werden das auch nicht so einfach, weißt du? Weißt du Bescheid? Du. Gegen dich zu verlieren war für uns alle ganz schön hart. Und wir haben auch unseren Stolz. Das will ich mal gesagt haben. Wenn du uns allen unsere Orden weggenommen hast. Aber unseren Stolz, den kannst du uns nicht nehmen. Wir sind uns alle sicher, dass wir dich im nächsten Kampf schlagen können. Wäre also sehr nett, wenn du uns allen die Chance auf einen Rückkampf geben würdest. Wir warten in unseren Arenen auf dich. Mich findest du natürlich in Erzelingen. Jetzt kannst du viele Pokémon fangen. Oh ja, jetzt kann ich richtig